Hallo YouTubers und herzlich willkommen zu Folge 40 am 4. Januar von Let's Play Together Dead Island in der Definitive Edition. Wieder dabei, unser Dreiradfahrer vom Dienst der Biohazard. Ich sehe gerade, die Entfernung war doch nicht so groß. Und wir nehmen trotzdem das Auto, warum auch immer. Was soll das rote Symbol schon wieder? Oh, warte mal. Fahr ihn tot. Na also. Ich habe überlegt, so als Thema gerade eben, ich meine, die letzte Folge ist ganze 30 Sekunden her. Okay. Wie sieht's aus mit Ideen für YouTube-Kanäle? Also Kanalformate, die es vielleicht noch gar nicht gibt. Was könnte so zu einem Renner werden, auch wenn man vielleicht auf Anhieb gar nicht damit rechnet? Ne, ich meine, wir haben Let's Plays, wir haben Beauty-Channel, wir haben Musik. Was zum Geier? Wohlblockstein. Okay. Dachte schon, man kann neuerdings Häuser bauen. Wir haben diese DIY-Channels, es gibt die Top 5 Scheiße und ich weiß gar nicht, was noch alles, aber was gibt es auf YouTube nicht, was man potenziell mal machen sollte? Mensch, das ist ein Fenster von oben, das lohnt sich doch nur wirklich für Molotow. Ins Knie. Nicht wie bei U-Papier. Muss alle keine Beinschützer haben. Oh, ein Ausweis. Also wenn ich die alle am Stück vorlesen soll, dann habe ich noch eine Weile zu tun. Gibt's hier eine Batterie? Schön. Was gibt's hier? Sichel, interessiert keinen Menschen. Okay. Also ich habe Morgen gefunden. Eine unglaublich saubere Toilette. Mit einer Badewanne, in der ist, lass mich raten. Die wird noch eingebaut, nehme ich an. Oder was soll das? Auch wieder kein Wasserzugang. Kraftloser Baseballschläger, wer lässt so einen Rotz hier fallen? Was gibt's hier? Kommst du? Ja, warte mal, ich muss ja auch noch looten hier. Ich schaue mir auch alles an, ich bin ja der aufnimmt, ne? Ich kann nicht so schnell durchrennen. Abgesehen davon, dass meine Augen das nicht mitmachen. Was können wir? Medizinische Channel gibt es bestimmt auch schon, oder? Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, den ganzen Tag erklären, was Durchfall ist oder so. Bestimmt, oder? Ja, es gibt auch 61 Minuten Sex. Channel. Okay, ich sollte wahrscheinlich gar nicht fragen, oder? Ja, die erklären eben halt so das Gedöns ihrer Beziehung und bla bla bla. Da, so ein Video habe ich durch Zufall irgendwo irgendwas schon in der Art gesehen. Jetzt, wo ist der schon wieder? Wo rennst denn du rum? Ach, da hinten. Irgend so ein Blabla-Video. Ist doch wieder irgendwas Rotes. Oh. Rotes abgebildet. Wo ich mir auch hinterher, wo ich mir das angeguckt habe, gedacht habe, will ich mich verscheißern? Ernsthaft? Das sind also eure Ratschläge fürs Leben, oder? Bist du mal so garstig zu denen sein musst? Das ist meine. Da draußen laufen sie am Zaun, finde ich klasse. Schnauze. Seife. Jeder Zombie-Apokalypse braucht Seife. Ja, irgendwo, genau. Nein. Wie dein Badezimmer? Was nein? Warte, ich habe es garantiert nicht meine. Ja, wo leere Alkoholflaschen, die man nicht einsammeln darf. What we got here? Wieder ein Ausweis? Warum auch nicht? Sammlung extrem, 120 von 140. Nahrung? Also mir fehlen zwei Waffen. Okay, ich halte Ausschau, geht da los. Immer Taschenlampe anmachen, die leuchten dann viel mehr. Ja, ich weiß, ich hab schon eine. Oh, was haben wir hier? Dietrich-Kiste? Brutaler Spalthammer. Das ist bestimmt was für dich. Wo? Ja, das könnte was sein. Nehme ich schon mal mit. Hier ist eine Waffe, das ist ein normaler Baseballschläger. Hm, der ist nicht meine. Wieder geworfen, ja? Hm, wieder geworfen. Ach, gucke, im Schrank drin hängt er. Natürlich. Hm. Ich sehe nichts. Aber ein schönes Schild drin wird. Achso. Ich hab mir schon rausgefischt. Also mir würde rein theoretisch noch eine Waffe fehlen. Ich habe die Befürchtung, dass es die Spitzhacke ist. Diese Spitzhacke des Schicksals. Es war ausgerechnet auch noch eine gelbe. Beziehungsweise eine orange. Ja, die habe ich glaube ich schon verkauft. Ja. Taugt nichts. Also ganz nett, aber also, ich bin nicht so der Typ, der mit Spitzhacken zuschlägt. Ach, schau an, hier liegt sie, natürlich. Durch die Tür oder was? Hm, durch die Tür durch. Naja, warum? Kann ich die wegschmeißen? Ein schwerer Schraubenschlüssel, auch damit. Spitzhacke, ja. So, bringt mich zurück zu der Grundfrage. Gibt es irgendeine Form von Format auf YouTube, das es noch nicht gibt? Irgend so kollektives Puzzeln oder so, ich weiß nicht. Thanks. With these provisions, I will easily survive until help arrives. Du tolles Kukuri. I feel much worse and I'm afraid that the serum isn't working and eventually I will become one of them.
Merkt man an Haarausfall. My parents, they wanted to visit, but as usual I blew them off. Hallo, der Sebastian lässt grüßen. Der ist übrigens zum Zombie gerade geworden. Wir haben ihm den Kopf abgehackt. Aber ansonsten, alles gut. Wie geht's Ihnen? Operational. All you have to do is send them this short message from my computer. Okay. Ne, du gehst vor. Ich habe das Gefühl, wir sollten da nicht rein. Oh, 58 Meter entfernt, okay. Warte, ich will. Habe ich den gerade unter das Auto durchgeschoben? Auch nicht schlecht. Ja, es ist nicht leicht, die richtige Tür zu finden. Vielleicht irgendein Tutorial und Anleitung Quatsch gibt es auch schon von allem. Was könnte man auf YouTube machen? Also für die Zuschauer, ne, immer reinschreiben in die Kommentare, wenn es was gibt, was euch schon mal eingefallen ist, was noch nie einer gemacht hat. Man weiß ja nie, vielleicht haben wir damit Erfolg. Ne? Wie man Kakteen züchtet oder so. Gibt's auch alles, hundertprozentig. Ich meine, es werden pro Sekunde Stunden von wie Tausende oder Hunderte von Stunden an Videos hochgeladen. Wahrscheinlich ja Tausende. Was mal ganz lustig wäre, was man aber nicht als eigenes Format bringen könnte. Ein Sowjetorgelkonzert. Ja. Ja gut, das also, fällt wieder unter Musik und so. Nee, das haben wir alles. Nee, du verstehst mich gerade falsch. Stalin-Orgeln sind Katyushas und Sowjetorgeln sind K-700s. Nee. Auch das wird es wahrscheinlich irgendwie geben schon. Nee, glaub mir, dann wüsste ich. Denk an die tausenden von Videos, wie Disketten und CD-ROM-Laufwerke Musik spielen. Ja, Flopotronen, das ist ja wieder was anderes. Aber wenn es irgendwas mit russischen Fahrzeugen zu tun hat, glaub mir, ich weiß es. Ach, so viele Videos, wie es gibt, mit russischen Titeln. Ja, aber was K700 oder so betrifft, ich meine, wenn wäre ja die beste Möglichkeit, das auf irgendein Treffen zu machen, Russentreffen oder so. Zack, weg mal den Kopf. Und wenn es das geben würde, dann wäre das auch übel bekannt. Ja klar, wir würden alle davon wissen. Ich meine, es wäre sofort in der Abo-Box das Erste, was ich sehe. Neuer russischer Panzer-Song. Was? Oh Gott, immer diese Magneten dann. Oh, eine Werkbank, das ist immer was Praktisches. Mensch. Oh, ich wünsche mir so eine alle reparieren Taste, ehrlich. Das ist. Rede mit Sebastian. Fackel, verglast, verglast. Was Rede mit Sebastian Vettel. Das wäre auch mal ein interessantes Thema für die nächste Folge. Oder so. Molotow, natürlich, bauen wir noch. Was gibt hier noch? Magneten. Leere Schränke. Komm schon, bin gleich da. Wer ist Sebastian? Also. Achso, du hast den Computer schon. Gut. Kam da noch eine Schreckensnachricht. Hallo, eine Nachricht von Sebastian. Er ist tot. Mit freundlichen Grüßen. Mario Herzog. Sandy. How do you. Unterschrift: How do you voodoo, bitch? Wie im Intro. Ich finde ja diese. Setzen Sie sich hier in einem Auto Anzeichen, die Ikone, die weißen etwas merkwürdig. Da habe ich immer das Gefühl, ich will mich nicht hinsetzen. So wie die aussehen, will ich mich da nicht hinsetzen. Wirklich nicht. Da brauche ich auch keine Vorsätze. Kanäle auf YouTube. Mal gucken, wir haben Pflanzen, Tiere, Menschen, alles. Wir haben Wissen, Unterhaltung, wir haben Verarschung, Shop-Kanäle, Schleichwerbung, Satire, Verschwörungstheorien, Propaganda. Ich glaube, so ziemlich alles, was man sich logisch vorstellen kann oder auch unlogisch vorstellen kann, existiert auch schon. Ich meine, was eine ganz große Sparte wäre, was aber keiner machen kann, beziehungsweise darf, wären eben halt noch Porno-Kanäle, aber das geht ja nicht. Deshalb gibt es auch schon mehr als genug in einem Format oder im anderen. Würde ich mal behaupten, da mangelt es YouTube nicht. Also schon auf der Hauptseite reingeguckt hast du irgendwelche Kurzvideos. Was ich auch faszinierend finde bei YouTube, ist immer diese Auswahl, das könnte ihnen gefallen, wo ich mir denke, immer, nee, aber ganz sicher nicht. Ich kann mir vieles vorstellen, aber Bibis Beauty Palace wird mir bestimmt nie gefallen. Hm. Seht ihr, was ich meine mit den Symbolen? Also insofern. Ja, was ja jetzt ein ganz großer Trend geworden ist, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Extreme Eyeball Licking? Nee, danke. Nein, YouTube tötet meinen Kanal. Da heulen ja jetzt so viele große YouTuber rum. It's been a long time since I last told my parents how much I love them. Thank you. Ich liebe euch, werde gerade zum Zombie mit freundlichen Grüßen, Sebastian. Warten ist Wakizashi.
Was zur Hölle? Kagesashi, Schwert. Und damit automatisch was für mich. So. Einmal das Ding. Stoff wieder der Hauptquest dran sein, ne? Heiliger ja. Strohsack, das werden wir mal ganz kurz ausrüsten. Wie groß ist der Kartenteil eigentlich hier? Boah, ich kann die Waffe nicht mal im Ganzen sehen, ja. Ich mag sie jetzt schon. Nicht wirklich groß. Naja, was soll das? Boah, die Geräuschkulisse. Hab's das gehört. Schneidet die Luft, da. Der sitzt ja schon wieder hinten. Ich glaube, da hinten ist irgendwas auf dem Sitz, das diesen Logos entspricht. Das muss der einzigste Grund sein. So. Ich werde gleich was. Vielleicht bräuchte man so eine Art YouTube-Watch, ne? Wo so jeden Tag wird ein anderer YouTube-Kanal aus dem Bereich mindestens 100.000 plus oder so. Oder wir machen die Top 100 YouTube-Kanäle und beobachten die oder so und beantragen mal. Der Zombie wird hier mitgeschleift, das ist ja eklig. Ich hatte gerade noch den Arm auf dem Armaturenbrett. Könntest du bitte aufpassen, dass du nicht immer irgendwelche Reste mitnimmst? Ekelhaft, jetzt gruselt es mich wirklich. So, also irgend so eine PewDiePie und wie die ganzen Figuren heißen. Einfach mal. So, Zombie, komm her, ich hab ein neues Schwert, komm her. Jetzt rennt der zu dir. I'm tired of being fucked with. Nice. Naja. Also auf jeden Fall wird das Ding abgegradet. Das behalte ich. Hast du auch das Ding eingesammelt? Wenn ja, her damit. Vielleicht ist das nee. Besser. Gott! Wieso ist der Zombie verschwunden, den ich vorhin noch repariert hatte? Zack. Erstmal reparieren das Ding. Dann upgraden. Ist mir egal, wie viel. Ich habe schon 56.000 hier auf einmal. Was geht denn jetzt ab? Für 2.400. So, 1.352. Nicht schlecht. Alter Schwede. Kannst du mal sehen, was wir nebenbei angesammelt haben. Piranha? Nein. Ich habe nichts für sich. Ach, schade. Ich bin schon gespannt, ja. Was man so alles Wakizashi macht. Cool. Wakizashi, Betäubungsschlag zum Beispiel. Oh, einmal Oleander fehlt. Na, super. Körperschmerzmodell. Wakizashi. Naja, wir kommen noch dazu. Keine Sorge. Auf jeden Fall sieht die Klinge cool aus. Was gibt's hier? Snack. Dankeschön. Oh, ein Hutständer. Hier haben sie gehört, wie Bio in sein Mikrofon gebissen hat. Ach so, das fällt mir auch gerade ein. Auch so ein Hashtag, Trend. Geräusche Hashtag machen. Deutsche Bahn und Hashtag Fahrkartenautomate. Ich habe gestern in Torgau und in Leipzig fast einen Anfall gekriegt, weil die Scheißautomaten keine 20 Euro bzw. 50 Euro Scheine angenommen haben. So. Und das ist ja natürlich nachts, da hast du ja überall Leute, die das Geld wechseln können. Das ist ja logisch. Das macht nichts, du kannst an der Bahn, wenn der Schaffner kommt, sagen, ich hätte gerne eine Karte und der Automat will nicht. Das wissen die auch. Es gibt natürlich einige, die dann immer rummeckern, habe ich auch schon mal, wo ich sagte, wissen Sie was, ich habe hier 350 Euro Scheine. Wenn die allesamt nicht funktionieren, dann funktioniert der Automat nicht, dafür kann ich nichts. Und dass die echt sind, können sie mal prüfen, dafür haben sie das Geld. Wenn der Preis unter 10 Euro liegt, nimmt er nicht mal 20 Euro Scheine an. Das wenn der Preis doof. Unter 20 Euro liegt, nimmt er keine 50 Euro Scheine an. Das ist behindert. Naja gut, das könnte ich mir vorstellen, dass sie sowas tatsächlich ernsthaft einbauen, sicher bin ich mir ja nicht. Aus Geldfälscherei schützt und so, ne? Du hast eine Anzeige dran, da hast du 5, 10, 20, 50, 100. Das, was gelb ist, nimmt der Automat an. Das, was grau durchgestrichen ist, nimmt er nicht an. So, das verändert sich je nach Preis. Vollidioten, dämliche. Also, das war ja... In Leipzig habe ich dann einfach mit EC-Karte bezahlt, weil es mir zu blöd gewesen ist, weil der Zug fast abgefahren wäre. Also... You did it. Incredible. I won't ask how. However, I will need time to do my work. Perhaps you'd be willing to help us out here for just a bit longer? Och, kein Ding. Alles, was EP und Geld bringt. Oh, was hast du denn für uns? Ein kräftender Schnitter. Das dürfte was für dich sein. Warum hat ein Wissenschaftler sowas überhaupt? Zuverlässiger Schnitter. Sieht nett aus. Muss ich mir gleich mal angucken. Ja, ich sehe schon. Das sind so Handklingen, sind das. Ja, also, oh ja, ja, doch. Aus welchem Spiel kenne ich sowas noch? Ich weiß es gar nicht. Ich bin auch gerade am überlegen. Kommst du? Ja, ich muss nur noch mal die diese tolle Porzellankanne zerdeppern, die zu Glassplittern wird. Ja. Wo waren wir? Hier ist noch einer. We're running out of aluminum potassium sulfate and its use is crucial to our research. Can you get me that chemical from the warehouse? Erzähl mir doch nicht, dass es hier an Chemikalien fehlt. Do be careful with it. Okay, also. Und da hinten haben wir noch eine. Chemikalientransport, toll.
Bis zum Geier. We can't really tell whether the drugs actually help the infected. Transformation takes place so quickly, it's impossible to take a proper sample. John and Nick agreed to test the drugs on themselves, but we don't have the results yet. Schön. All right. We managed to lock a few of the infected in the stockroom. You need to draw the sample from their muscle tissue, but hurry. If they mutate any further, it'll be too late. Okay. Warte mal kurz. Ja, verrottendes Fleisch machen wir hier erstmal. Okay, klar, und hinterher. Bio stürmt. Und wir gucken, ob wir hinterherkommen. Nee, hier links raus. Ah, ist schön, dass man sich die neuen Levelabschnitte irgendwann mal merkt. Okay. Wenn man sie nicht nochmal sehen muss, wahrscheinlich. Mich irritiert immer noch das Poster in der letzten Folge, das verkehrt rum aufgehangen war. Oder was vorletzte? Ich glaube, das will uns was sagen. Wo zur Hölle? Hm? Ist doch weiter weg, als ich dachte. Oh ja, 80 Meter. Aber diesmal ist er vorne eingestiegen, immerhin. Das ist ja schon mal ein Anfang. Jetzt macht es da wieder flipp. Ich bin immer noch bei der Idee mit den YouTube-Kanälen, aber ich glaube, es gibt jeden Scheiß. Und das spricht jetzt nicht unbedingt für YouTube, um das mal so zu sagen. Es gibt so ziemlich jeden allen möglichen Bullshit. Und es wird auch schon, ich meine, da sind ja deutsche YouTuber sehr dreist. Die sind ja teilweise, also Ideenklau gibt es auf YouTube en masse. Das ist ja ganz normal. Aber eine rennt vor 1000 nach. Wo man sogar schon Thumbnail einfach nur klaut. Ja, das ist dann doch etwas billig. Hashtag ApoRed. Wobei man sagen muss, wenn Videos ja von mehreren Leuten zeitlich macht, Marke Let's Play Together und so, ne? Ja, was will man sich da groß aufregen? Nee, nicht Marke LPT, das gibt doch, es ist doch jetzt der ganz große Trend. 1000 Degree Glowing Hot Knife versus. Selbst ich hab den Scheiß schon irgendwo mal gesehen. Das ist halt wie jede Ice Bucket Challenge, jeder Scheiß wird 100 Mal wieder gekaut. So, haben wir den Wakizashi, das geht schneller. Zack, zap, und noch einer und da noch auf drauf. Und der kriegt auch noch was ab. Ach, dieses dämliche Mistribbel. Wupp! Das ist ja nicht, wie die Köpfe hier abfallen. So, und das kam ja von irgendwelchen englischen YouTubern. Dieses, Degree, mit diesem Hot Knife. Und da hab ich jetzt, das, so wie ich das mitgekriegt hab, mit dem Feuerzeug mein Taschenmesser angefasst. Haben doch wohl einige deutsche YouTuber einfach so das komplette Video. Das ist ja auch Top 10, ne? Kennst du Top 10? Nee, glaub nicht. Der macht dir so Top 10 Videos von allen möglichen. Ja, das dachte ich mir schon. Aber das ist ja bei dem, seine Videos. Ich will jetzt nicht sagen, dass. Oh, war ein Schredder. Okay. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Videos das sind, aber einige Videos findest du 1:1. Also praktisch so oft, dass ich das Video runtergeladen hätte und bei sich wieder neu hochgeladen. Auf anderen solchen Kanälen wieder. Die das eben halt dann aber nur in Englisch machen. Da brauche ich nicht, ne? So, zack. Das ist natürlich weniger schön. Ich glaube, da ist einer hinter der Tür. Okay. Sinnlos das Bad gestürmt. Hier lebt doch wer? Die Lebeprobe von Nick. Jammerst du schon wie ein Zombie, oder? Muss ich mich schon den Rücken frei halten? Oder wie ist das? Fakten, ja, hier Fakten, ist er doch. Fakten, noch einer. Stühle. Also ich verstehe nicht, warum die in der Zombie-Apokalypse immer irgendwelche Stühle aufs Bett werfen müssen. Macht da gar keinen Sinn. Gibt's hier noch? Wer weiß, vielleicht ist es ein neuer Fetisch. Stuhlfetisch. Stühle auf dem Bett. Immer noch besser als ein Stuhlgang-Fetisch. Ich habe nur angeguckt, wie du den Zombie überfährst, weißt du? Das, ja. Guck mal, die haben bestimmt Satellitenfernsehen hier. Ah, jetzt schafft es nicht mal mehr, einen Zombie zu überfahren. Ah, langsam. Solltest du. Was zum. Aerodynamik? Physikalische Gesetze? Und so? Nee, wirklich. Jetzt geht das Brückengelaufe wieder los. Sieht der Stamm da aus, so wie ein Brachiosaurus-Schädel? Verdammt, das war zu schnell, das wird kein Thumbnail.
zurückfahren. Sind wir schon wieder am Ende? Mir ist nämlich gerade aufgefallen, ein Kanalformat ist mir so noch nicht bekannt, vielleicht weil ich es noch nie gesehen habe. Das wären so wissenschaftliche Teilbeiträge. Wo Leute wirklich versuchen, wissenschaftliche Thesen zu untersuchen. Es kann von Naturwissenschaften bis Geisteswissenschaften ja alle sein, Experimente und so, ne? Also jetzt nicht das, was wir schon kennen, sondern das, was vielleicht wirklich neu ist, wo man nicht weiß, funktioniert es, funktioniert, wo man auch zur Debatte stellen kann. Ne? Ich meine, Wissenschaftler sind ja nicht dafür bekannt, dass man seine Meinungen und Vorträge... Du wolltest doch wissen, wann der Zombie da aufsteht. Den habe ich schon getötet. Deswegen, Kopf war ab und dann bei der nächsten Mission ja. War er nicht mehr da. Ja, war schon. Ja. Also, der war noch nie am Leben, deshalb, ja. Siehst du in der Folge. Ja. Wie sie sehen, sehen sie nichts. So in etwa. Ah, zwei. Wer markiert eigentlich diese Gegenden hier? Das ist vollkommen blam. Very impressive, thank you. This may furnish a few pieces still missing from the puzzle. Was hast du für uns? Rasche Magnum mit 708 Schaden. Nein, das ist eindeutig zu wenig. Das, da bringt selbst ein Upgrade nichts. Ich habe 761. So, wichtige Materie. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Wichtige Materie, einmal ausgewählt, ja. Wollen wir noch in den Sonnenschein rauslaufen, oder? Muss noch raus. Ja, noch etwas frische Luft genießen. In diesem Dschungel. Ja, jetzt, woran hänge ich denn hier schon? Das ist unglaublich. Also hier wollte ich auch nicht. Meine Fresse. Ja, ich sehe die Karte mal wieder nicht. Ja irgendein Nachteil muss ich haben. Oh, was gibt's hier? Lappen? Nein, Bolzen. Sieht aus, als ob ich bolzen will. Ich bin ja so der Schraubentyp. Oh, ein Energy Drink. Xenpro. Das andere Trinkerlebnis. Lange nicht mehr gemacht. So. Siehst du, soll ich ein Bild von außen mal von so, ne? Ist auch wie die Sonne am Himmel. Oh Gott, scheiße fürs Amtnetz. So. Bio vor Leiche. Neues Meisterwerk. Ja, das war's für diese Folge. Schreibt uns rein, was ihr für Kanalideen noch habt oder generell Formate, die es vielleicht noch nie gab oder die noch nie ein Mensch gesehen hat. So Aquarium von innen gefilmt den ganzen Tag oder so, ich weiß es nicht. Man weiß ja nie. Ich meine, mit Drohnen müssen wir auch rechnen. Wenn Drohnen auf den Markt kommen, immer mehr. Haben wir auch immer mehr Drohnenaufnahmen, nicht nur als Porno-Voyeur-Aufnahmen und so. Apropos Drohnen, das finde ich auch cool. Da gibt es hier, da hatten sie bei Fail Army hier Drohnen-Fails. Das ist US-Army oder wie? Nee, da hatten, also hier solche, diese scheiß Drohnen, die sich jeder kaufen kann. Da hattest du, da sind die über irgendeiner Farm oder so geflogen. Da saß du bloß unten, wie der Bauer mit der doppelläufigen kam, die Drohne aufs Korn nimmt und die Drohne vom Himmel schießt. Da sag ich, recht so. Die haben nicht über privaten Grundstücken zu suchen. Da kann man so auch mal runterschießen. Das denke ich mir auch, ja. Oder das andere, das war noch cooler. Die Drohne irgendwo, das war wahrscheinlich ein sehr weitläufiges Gelände. Auf jeden Fall, du hast nichts gemerkt. Dann kam auf immer so... Na, was ist denn die? Da kam auf immer so was Kleines durchs Bild geflogen und dann war das Bild auf immer weg. Da hat jemand Distanzschießen geübt. Ja, warum nicht? Und oh, wieder eine Drohne bei Wimmel geschossen. Weil die hatten ja auch vor, ne? Amazon-Päckchen mit Drohnen auszuliefern. Ja, also, habe ich jetzt schon mit Flugschiffen sogar. Da stelle ich mich einfach mal irgendwo aufs Feld und wenn eine Drohne kommt, schieße ich die runter. Danke für den neuen Flatscreen. So in etwa stelle ich mir das vor, ja, deswegen. Das können die wahrscheinlich nur innerhalb von Großstädten machen und so. Das Problem ist ja nur, dann musst du in den meisten Ländern ja erstmal Flugrechte erwerben und so, ne? Dann wird's aber lustig. Ja, aber in Großstädten, ich meine, guck mal, da ist es ja noch einfacher, wenn die Dinger zwischen Wolkenkratzern oder über Wolkenkratzern rumfliegen. Da stellst du dich auf den Wolkenkratzer drauf. Und einen großen einfach. Köcher reicht dann schon? Oder hast du ein Tischtennis, ein Volleyballnetz auf deinem Haus oben drauf, auf dem Dach oder so? Und dann bam! Kinder auf. Ja, beziehungsweise wenn so ein Ding mal aus Versehen abstürzt, weil mal wieder der Akku alle ist oder so, ne? Bumm, ja. Genau auf meinen Solarzellen gelandet, na dann aber wird's teuer, ne? So nach dem Motto. Ja, wenn's auf materiellen Dingen landet, geht's ja noch, aber wenn's ein Flatscreen jemanden auch schlägt. Tja, gut, die werden damit auch keine Kühlschränke beliefern. Aber andererseits, es lohnt sich auch nicht, weil die Drohnen kosten ein Vermögen zurecht. Ne? Wenn einer mal wegfällt oder weggefangen wird, hast du auch ein Problem. Selbst wenn die GPS oder sonst was haben, das wird sich alles noch machen lassen. Noch schlimmer wird es, wenn dann irgendeiner falsche Pakete ausliefert oder so. Stichwort Terrorismus, kannst du vergessen, das wird's. Also nicht in den nächsten 50 Jahren gehen. Also ich bin ja jemand, der an Zukunft glaubt, ne? Aber so ganz so wie zurück in die Zukunft müssen wir nicht, aber dann in die nächsten 50 Jahre werden wir sowas nicht erleben.
Das ist schlicht und ergreifend zu teuer, zu unsicher, bringt zu viele Probleme mit sich und es ist ganz einfach auch so wirtschaftlich, es rentiert sich nicht. Weil selbst wenn du kostenlosen Versand machst oder so, oder wenn du dafür zahlst, wer ist denn bereit für Drohnenversand, weil es, was weiß ich, mal einen halben Tag schneller geht, dann noch 5 Euro oben drauf zu zahlen oder so, das nutzt doch sowieso nie ein Mensch. Das denkst du. Dann ja. Hätten sie ja auch nicht Morning Express, wenn es keiner nutzen würde. Ja, aber das kannst du mit Paketen und sonst was machen. Jetzt eine Drohne ist halt, wirst dann nirgendwo im Kleingedruckten eine Garantie sehen, dass dein Artikel auch ankommt. Die wird nämlich ganz schnell. Ja, weil was sollen sie machen? Du sagst, es ist nichts angekommen. Wie willst du das kontrollieren? Beim Postversand hast du einen Briefträger, bei dem du unterschreiben musst. Ja, wenn DHL dir ein Paket, hat die gerade genießt? Bei DHL hast du irgendein Paket, da kommt ein Postbote, da musst du unterschreiben und fertig ist. Mach das mal bei einer Drohne. Das wird mit der Unterschrift schwierig. Willst du machen? Fingerabdruck? Ich hätte ja gerne meinen Fingerabdruck gegeben, aber die Rotoren stören mich dabei. So nach dem Motto, das kannst du vergessen. Deswegen sage ich, die nächsten 50 Jahre ist das viel zu unausgereift und so. Da glaube ich eher daran, dass dieses System von vor 100 Jahren, das ist schon vor 100 Jahren, diese Rohrpost, kennst du das? Wie es auch in Unternehmen gab, so bei Luftdruck oder so. Das werden wir viel eher haben. Ja, so wie wir bei U-Bahnen und so weiter werden ja auch irgendwann statt elektrisch oder mechanisch, die werden irgendwo auch mit Luftdruck oder sonst was transportiert über Magnetbahnen. Ja, gibt, tausendmal billiger, günstiger, braucht nicht allzu viel Energie und ist absolut sicher. Wir haben da schon eine relativ gute... gutes Konzept für Magnetbahn entwickelt, dass die Magneten funktionieren mit Kälte. Es ist praktisch wirklich eine Magnetbahn und du könntest praktisch auch so eine Magnetbahn an Häuserwänden langführen. Die schwebt wirklich in einiger Entfernung über ihrer Magnetbahn und die Magnete brauchen wirklich nur, oder dieser Magnet auf diesem, ich sag mal, Waggon braucht nur Kälte, dass die Magnetverbindung aufrechterhalten wird. So. Da haben sie auch Tests gemacht, die haben so eine kleine Bahn gehabt, hier so ein Modellbahnformat. Da haben die einen Kreis aufgebaut, so dann eben halt flüssigen Stickstoff drauf. Dann ist das Ding angeschubst und egal mit welcher Kraft du das Ding angeschubst hast, das ist immer im Kreis gefahren. Also Fliehkräfte oder so, hat sie da kein Problem damit gehabt. Und dann haben sie das noch im großen Stil gemacht, wo man sich auch draufsetzen konnte. Genau das gleiche. Haben dann zwar natürlich mehr Stickstoff gebraucht, aber auch. Und das hat auch ewig lang auslaufen, ne? Also wenn du das schön aerodynamisch machst und so, hast du auch kein Problem mit Luftwiderstand oder so Zeug. Reibungswiderstand hast du ja dann sowieso nur in der Luft. Richtig. Und nicht irgendwie hier Räderreibung oder so ein Zeug. Wobei bei der Luft ja ist ja, das warum ich Drohnen für unrealistisch halt die nächsten Jahrzehnte, ist ja gar nicht mal so der Luftwiderstand, sondern dass einfach Luft, es gibt auch mal Regen, es gibt Schnee, ne, dann wird es schon kritisch mit den Drohnen. Es gibt auch mal starke Windböen, ne, du kannst zwischen Hochhäusern nicht mit dem Wind da oben, ne, also zwischen der New Yorker Skyline Drohnen rumfliegen zu lassen, da die bricht alle 3 Sekunden in irgendeine andere Richtung aus. So langsam wie die dann fliegt, kannst du auch keinen Express mehr damit machen, die braucht dreimal so lange wie ein herkömmlicher Bote. Also wie gesagt, das ist technisch unmöglich. Und wir haben ja auch nicht das Bedürfnis jetzt, wie beim Wohnsiedlungsgebieten, unbedingt in die Höhe zu bauen, ne? Oder dass wir da Post über die Luft transportieren. Wir haben auf der Straße genug Platz, wir haben einen öffentlichen Nahverkehr Platz, den müssen wir mal ein bisschen ausbauen. Da wird es tausendmal bessere Konzepte geben. Wie gesagt, irgendwann wird Post unterirdisch oder so transportiert, wie es in großen Städten so schon passiert. Hat die gerade gesagt, ich habe meine Brieftasche verloren? Meine Handtasche. Schrecklich. Ja, sowieso bei der Amis kann ich mir das eh vorstellen, dass das legal sein wird, dass dort überall Drohnen rumfliegen. Die haben doch eh viel zu viel. Ja, doch, bei denen wird das erste sein, aber die Frage ist, dann wird doch der erste kommen, der eine Schadensersatzklage, weil die Drohne ist auf meinem Kopf gelandet und so eine Scherze. Oder hier, die Drohne ist bei mir im Zimmer gelandet, als ich mit meiner Frau Sex haben wollte. Jetzt haben wir doch keinen Sohn gekriegt und auch Schmerzensgeld aus psychischen Schäden für 40 Millionen oder so. Irgendein Richter findet sich immer. Was natürlich Blödsinn ist, weil diese ganzen Klagen in den USA, die haben in Wirklichkeit auch nie Erfolg. Das gibt es einmal unter 100.000 solchen Anzeigen, dass das mal funktioniert. Wäre auch mal ein interessantes Thema für ein andermal. Ja, gut. Oder Hightech dann oder so. Wir uns auch mal merken. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Ja, wann auch immer die ist, weil ich glaube, ich falle jetzt gleich um. Kreuzt du mir. Wollen wir nicht noch eine machen? Also zumindest brauche ich auf jeden Fall mal eine Pause und muss irgendwann mal doch mal erweitertes Frühstück machen hier. Es ist ja schon 14.30 Uhr, ne, insofern. Ja, wie gesagt, ich bin dann heute Abend nicht mehr zur Verfügung und auch morgen nicht mehr. Ah. Ja, dann heben wir uns das auf für. Das ist logisch morgen. Wir haben es auf fürs neue Jahr. Bisschen was haben wir ja jetzt. So. Wenn nicht, wird jeder Zuschauer auch damit leben können, dass mal einen Tag keine Folge kommt. Ja, jetzt haben wir ja schon wieder ein paar, aber. Genau. Gut. Läuft ja alles nicht weg. Ja. Also, Vorsätze fürs neue Jahr hatten wir, Technologie fürs neue Jahr. Oder Jahre. Ein paar bewegende Abschlussworte? Nee, nicht wirklich. Das ist Biohazard, wie wir ihn kennen. So, das war's für diese Folge. Bis dahin. Xen out. Guten Morgen.